Hallo Leute, in Taichi in Japan ist für ganze 6 Monate im Jahr die Delfinjagd erlaubt. Es wird zwar Delfinfleisch in Japan zum Verkauf angeboten, aber der Hauptgrund, wieso die japanische Regierung dies überhaupt zulässt, ist Keim- und Krankheitskontrolle. Außerdem behauptet die japanische Fischfangindustrie, dass die Delfine andere Fischpopulationen auffressen. Und natürlich gibt es dann auch noch finanzielle Interessen am Abschlachten der Delfine. Während der Delfinjagd, wenn die Fischer eine Horde Delfine erspähen, steuern sie ihre Boote in Position. Dann geben sie eine Metallröhre ins Wasser, auf die sie dann wie verrückt mit einem Vorschlaghammer schlagen. Die äußerst geräuschempfindlichen Delfine werden aufgeschreckt vom lauten Ton, wechseln die Richtung und schwimmen direkt in die Netze der bösen Fischer, wo sie dann gefangen werden. Sie werden dann einen Tag in dem Netz gelassen, wo sie sich auch wieder beruhigen. Und nachdem die Fische zurückkommen, stechen sie die armen Delfine dann ab. Das japanische Fischereiministerium behauptet zwar, die Fische sind verpflichtet, den Delfinen in ihr Rückenmark zu stechen, sodass der Tod sofort eintritt, aber Feldstudien haben bewiesen, dass das natürlich in den meisten Fällen nicht zutrifft. Denn dies verlangt besondere Fertigkeiten und Werkzeuge, die die Fischer oft nicht dabei haben. Die Studie sagt weiters, dass die Tötung der Delfine keiner der akzeptierten und legalen internationalen Schlachtungsmethoden entspricht. In vielen Fällen überleben aber manche Delfine und diese werden dann meistens an Wasserparks verkauft. Du kannst also davon ausgehen, dass jene Delfine, die du in Wasserparks beobachten kannst, auf diese scheußliche Art gefangen wurden. In Anbetracht dessen, dass Delfine die intelligentesten Tiere nach dem Menschen sind, dies haben wir dir ja bereits in unserem Video die 10 schlauesten Tiere des Planeten erklärt, ist es wirklich an der Zeit, dass Delfine einem weltweiten Artenschutz und Fangverbot unterliegen. Oder was glaubst du? Trotz internationaler Proteste und trotz der hohen Bleikonzentration, die in Delfin- und Walfleisch gefunden wurde, geht die japanische Delfinjagd aber munter weiter. Deswegen ist es notwendig, so viele Menschen als nur möglich von dieser schrecklichen Jagd zu informieren. Einen Link zu der Organisation, die gegen den japanischen Delfinfang kämpft und der ihr auch beitreten könnt, um etwas gegen diesen Albtraum zu unternehmen, findet ihr unter dem Video. Vergesst also bitte nicht, dieses Video mit allen euren Freunden zu teilen, sodass diese auch darauf aufmerksam werden und irgendwann vielleicht doch diese Schlachten aufhören. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!